Kommen Sie mir nicht so nah, ja? Ja, spannend. So, Chief, ich bin hier. Was geht es, ja? Ja, gehen Sie mit dem Detective. Wir hätten was Fragen an Sie. So. Können wir sie noch einmal kurz durchsuchen? Ein Moment. Kollege, mach du mal. Ja. Ich muss jetzt mal gucken, wo wir mit Tessern dazu schauen. Momentchen. Schauen wir mal kurz. Irgendwas dabei, wo ich mich verletzen könnte. Ja, eine Waffe, aber die habe ich nicht in der Hand, also kannst du dich nicht verletzen drin. Nimm mal trotzdem vorher auf Server ab. Kriegen sie zum. Kriegen sie hinterher wieder zurück. Kriegen sie hinterher wieder zurück. Unsere Sicherheit, sonst hier noch irgendwas. In die Munition, gut, passt. Dann kommen sie mal mit. Natürlich. Ach Quatsch, ich bin doof, falsche Seite. So, dann können sie sich erstmal da hinsetzen. Also, wissen sie, warum sie hier sind? Ja, das habe ich gestern schon erfahren. Anscheinend wird man gestohlener RSQ 8 gesucht. Genau. Gut. Und gleich auf die Frage wegzukommen, ich gehe nicht zum Drecks mit dir, auf der Straße regelt man das anders, ja? Naja, ne? Naja. Ich baue mein Auto nach hinten. Ja, mach das. Also, Sie sagen, Ihr Fahrzeug wurde Ihnen gestohlen. Genau, vor 4 Tagen, ja. Dann ist also zu dem Zeitpunkt auch schon, hat jemand dieses Fahrzeug gestohlen und ist dann damit zu einem Ladenraub gefahren. Wenn Sie das sagen, muss es so sein. Passen Sie auf, wir haben vor zwei. Wann war das, am 20. oder so? Was für 20. jetzt? Es ist vor 4 Tagen, ja? Ja, warte doch mal, Mann, ich verwechsel das gerne, weißt du? Bleib so mal kurz ruhig. Warte, jetzt muss ich den Einsatzbericht aufsetzen. Also, wir haben am 18.05. wurden wir zu einem Laden abgerufen, da hat der Ladenbesitzer einen schönen Alarm gedrückt. Oder von maskierten Personen, da schon maskierten Personen bedroht worden ist und die haben den Safe ausgeräumt hinten und wir haben ihr Fahrzeug haben wir bei diesem Anraub angetroffen. Ach du Scheiße, Mann, Alter, ich verleihe nie wieder meinen Wagen, Alter. Am 18.05. war ich nicht mal in der Stadt, Alter, da war ich Urlaub machen, ja? Und wen haben Sie denn das Fahrzeug da verliehen? Ein Homie von mir. Haben Sie einen Namen von dem netten Herrn? Ja, ich glaub's nicht, ich sag jetzt im Drecksbullen den Namen von meinem Homie, Mann. Ja, bleiben Sie ruhig. Ich bin kein Drecksbulle. Ich bin doch ruhig, Mann. Ja, aber es gibt halt 2 Möglichkeiten. Entweder Sie sagen uns einen Namen, an den Sie ihn verliehen haben, oder wir gehen davon aus, dass Sie den Wagen gefahren sind. Lass mich mal überlegen, ja? Es wird ja wohl keine so schwere Entscheidung sein. Na, ja doch. Also ich habe das an gewisse Herrn Carlo geliehen, ja? Carlo? Dann noch einen Nachnamen? Ich glaube Gambino, ja. Aha. Gut. Anführer der LCN. Hast du dir Notizen gemacht? Ja, habe ich. Würde ich dann, wenn sowas nochmal passieren sollte... Sie sind der Fahrzeugheizer, Sie sind Fahrzeugführer, Sie müssen für Ihr Fahrzeug Sie sind dafür verantwortlich, letztendlich. Genau. Letztendlich sind Sie ja dafür verantwortlich, was mit dem Fahrzeug passiert und was nicht. Natürlich. Also sollten wir beim nächsten Mal nochmal einen Landrop, bei einem Landrop im Fahrzeug antreffen, müssen wir Sie leider dafür ein Bußgeld verhängen.
Okay. Je nachdem, wie kooperativ sie halt dann sind, kann sich das auch mildern. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön, Ihnen auch. Danke. Bei der Waffe bitte. Yep. 1000 Fragen in meinem Kopf, Digga.